Ein Sturm zieht auf hier über Ägypten und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir die Seeschlacht absolviert. Unter anderem haben wir Letopolis ein bisschen unsicher gemacht und es gibt jetzt hier was ganz Besonderes und zwar den Tempel der Millionen Jahre. Den sollen wir entdecken und der befindet sich wahrscheinlich da vorne hinter den... Ich habe mal die Karte ein bisschen abgecheckt und habe das Rätsel eigentlich... Das war recht einfach, glaube ich, weil sie meint ja, bei den Pyramiden und Pipapo, er meinte das natürlich. Unser letzter Gesprächspartner. Und jetzt sollen wir hier rüber rennen, denke ich. Da müsste das irgendwie liegen. Für die, die ihn selber suchen, da ist er. Der Tempel der Millionen Jahre. Und da wollen wir jetzt mal rüber pflanzen. Ich hoffe, ich liege überhaupt richtig und erzähle jetzt nicht irgendeinen Mist. Ups, Entschuldigung. Da bin ich mal kurz an das Gestrüpp geraten. Ja, und wir kommen auch den Pyramiden scheinbar immer näher. Jetzt haben wir so wirklich mal einen Blick und da waren wir ja bisher auch noch nicht. Oh, das war Gesellschaft beim Tempel der Millionen Jahre und ich glaube, das sind auch gezähmte Löwen oder so, ne? Wie sieht's denn eigentlich mit Dings aus? So, ich habe euch noch was Neues zu zeigen, ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitermache. Und zwar habe ich dieses Bogenpaket mal geholt. Wieder hier Bildungsauftrag sozusagen. Ich hole ja immer alles Mögliche, was es Neues gibt, was man auch für echt Geld kaufen kann und so, damit ihr das seht, wie das überhaupt ist. So, zum einen wäre da dieser Bogen Löwenmähne. Gesundheit gibt der beim Töten, ist natürlich mega nice. Und hier gibt es einen Höhenmultiplikator, das ist auch nicht schlecht. Und die Flügel des Arthur ebenfalls. Präzision, 519 Schaden pro Sekunde Munition. Weil das sind auf jeden Fall richtig, richtig krasse Bögen. Ich habe die natürlich jetzt mit Level 20 gekauft, deswegen sind die auch Level 20. Ist vielleicht gar nicht so empfehlenswert, ist wahrscheinlich eher empfehlenswert, wenn ihr das später macht. So, hier nehmen wir den Greif, würde ich sagen. Bluten bei Treffer ist natürlich auch nicht schlecht. Und Adrenalin bei Treffer. Präzision, Schussfrequenz. Aufladetempo. Das finde ich auch cool. Gesundheit beim Töten. Wenn man wen umbringt, kriegt man dann auch noch Gesundheit. Ja, und die wollen wir jetzt natürlich mal ausprobieren bei diesen guten Herren hier. Was sehen wir denn da? Meldung! Bisher nicht! Ich hoffe, das ist der Tempel. Hier müsste es irgendwo einen Eingang geben. Ich denke mal, das ist hier vorne direkt irgendwie der Schlitz oder so. Gut. Wissen wir Bescheid. Also wir haben theoretisch jetzt auch wieder Schlafpfeile. Ich kann den jetzt wahrscheinlich noch nicht zähmen, den Löwen da. Ja, komm du mal ruhig mit. Genau, ich trage ihn mal ein bisschen raus. Jetzt soll er herkommen. Hey! Wer ist? Du kannst nicht fliehen! Boah, das sieht so cool aus. Sorry, ich muss noch mal ein Foto schießen, ey, weil ich das so mag. Guck mal hier, wie geil. Der Löwe jetzt hier. Genau, hier auch noch mal kurz A drücken und A halten. Weil viele Leute haben mir geschrieben, zwar manche nervt das mit den Fotos, manche haben mir geschrieben, boah, ich find's so geil, ich mach mir die Screenshot selber. Und dann dachte ich mir natürlich, cool. Okay, jetzt kriegt der richtig einen drüber. Boah, der lebt noch. Ja, gab auch gute Erfahrungen, definitiv. Okay. Wir ziehen die so langsam auseinander. Okay, jetzt den anderen Bogen mal testen. Der war ja nicht schlecht unbedingt. Moment, das war, mit was wir geschossen haben, war die Löwenmähne. Passend haben wir da einen Löwen getötet und jetzt nehmen wir Greif. Nichts. Verdammt! Wohin? Was? Boah, war der schnell tot. Alter, ist das krass. Ich meine, das sind Level 18 Gegner, das sind jetzt keine Weicheier. Scheiße! Was hat er denn? So, brauchen wir gar keinen Fall mehr verschwenden, den rasieren wir so weg. Mit dem Teil, das haben wir auch noch nicht probiert. Alter, macht immer mehr Spaß irgendwie. Jetzt haben wir auch langsam mal einen guten Status hier. Pfeile mal einsacken wieder. Habe ich nicht vergessen, ey. Sonst sind wir da nachher in dieser Höhle, in diesen Tempeln drinne. Und dann gibt es da keine Pfeile. Ich habe übrigens mal wieder die Schlangenmontur angezogen. Einfach so. Oh, guck mal, hier gibt es auch Skorpione. Okay, den Punkt hätten wir erreicht. Gibt es hier sonst noch was? Ich weiß, viele haben auch gemeckert, dass nicht immer nach den Schätzen suchen. Ist natürlich auch ein langwieriger Prozess bei den Nebenquests, jetzt alle Schätze nochmal mitzunehmen. Viele meckern dann halt auch wieder, dass ich nicht schnell genug spiele. Ich mache das so, wie ich meine, Leute. Also ich glaube, wir haben da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Mit Nebenquests und mit Hauptmissionen. Man sollte ja auch mal... Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit?
Das sind die Luftjagen. Ah, cool, ja gut, mit Pfeilen geht's natürlich auch. Ich dachte, es brennt vielleicht sogar. Oh! Da ist noch eine. Ich dachte, sie sind in den Kisten versteckt, die Schlangen. Fortschritt bei der Untersuchung. Was haben wir hier? Ja, yeah, noch einen leichten Bogen, immerhin. Und hier können wir uns jetzt... Boah, das sieht ja auch Hammer aus hier. Die sind ja voll verbuddelt worden, die Dudes hier, ne? Boah, das sieht auch cool aus, oder? Ein bisschen braun vielleicht, der Gute. Schönes Bild, ne? Ist aber noch nicht Thumbnail-würdig, finde ich. Da gibt es bestimmt coolere, oder? Was meint ihr? Zum Beispiel das hier. Sieht ja wohl auch mal knallergeil aus. Wobei der Hintergrund nicht so ansprechend ist, meiner Meinung nach. Aber vielleicht finden wir da gleich noch was Cooleres auch. Okay, dann schauen wir uns das mal an jetzt. Diese Männer. Sie waren Wop-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Ich denke, das werden wir jetzt in Erfahrung bringen. Irgendein altes Gebräu. Ist längst vertrocknet. Mhm. Haben die vielleicht getrunken? Vielleicht haben die sich selbst vergiftet oder so. Man weiß es ja nicht. Irgendein altes Gebräu ist... Das wollte ich gar nicht anschauen. Nochmals. Was haben wir hier? Oh. Ein Gebet. O löwenköpfige Herrin des Feuers, Tochter des Re, Königin der zwei Länder, Herrscherin über das Haus der Waagschalen, Meisterin von Apophis. Also, und Amit. Also, sie, die zerstört... Ja, klar. Wer das lesen will, einfach mal Pause drücken. Wie gesagt, diese Texte, da will ich jetzt nicht die meisten mit aufhalten. So, hier können wir, und das Ding können wir auch noch untersuchen. Ah, die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Was steckt Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Mhm, sprich mit Nehi. Also, das sind ja eigentlich die ganzen Forschungen von den Tempelsachen, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Boah, das sieht auch cool aus. Zack, nochmal ein schönes Foto geschossen. Hier die tollen ägyptischen Dinger. Sprich mit Nehi. Gut, haben wir ja alles mitgenommen. Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Hier ist nichts mehr sonst. Nee, das sieht super aus. Freue ich mich. Dann spazieren wir mal wieder zurück hier, würde ich sagen. Boah, einmal hier durchzwängen. Boah, der Löwenkopf hier sieht ja auch mal mega cool aus. Sorry. Ich mag das einfach mit den Fotos. Schön, oder? Ist doch ein schönes Bildchen geworden wieder. So, jetzt reicht's aber. Sorry. So, ich nehme mal das Pferdchen, dann können wir jetzt mit Nehi reden. Beziehungsweise Kamelchen. Chamäleon. Chamäleon ist auch gut. So, da vorne ist Nehi, den kennen wir und das alles basiert ja auch auf dem ganzen Kram zum Ende der letzten Folge, wo wir diese Hieroglyphen in den Häusern hier von Letopolis gefunden haben, die ausgebuddelt werden, damit die Leute hier wohnen können. Und Nehi ist einer davon, der halt sein Haus ausgebuddelt hat. Ups. Sorry. Sorry. Ah, Bayek. Gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Oh, ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebelfer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren.
Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Der Neue in der Stadt ist abgeschlossen mit 1500 Erfahrungspunkten. Die gönnen wir uns doch. Oh, Entschuldigung. Den haben wir mal kurz angerempelt. Und das war auf jeden Fall wieder eine gute Sache. So, jetzt werfe ich direkt einen Blick auf die Karte. Haben jetzt das alles herausgefunden, was diese Zeichnungen bedeuten. Wenn er das nicht alles checkt, einfach nochmal das Ende der letzten Folge gucken. Da wird diese Quest eröffnet, diese Geschichte rund um diesen Herrn hier. Und hier könnten wir auch nochmal so ein Dings-Quest machen. Ja, eigentlich, was ist denn das hier? Ist auch noch Quest. Denn kostbare Freundschaft für Level 18. In der Region waren wir noch nicht mal. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu sehen. Können ja auch direkt mal hier drauf einen Blick werfen. Und sehen wir noch, die alte Bibliothek müssen wir auch noch machen. Und einem verlorenen Schwert. Erkunde das Ostufer des Nils. Klagen der Arbeiter. Bayek bietet Nito einer Vorarbeitung von Etopolis an, ihr zu helfen, noch ihren Arbeitern zu sehen. Können wir auch mal machen, weil es direkt um die Ecke ist. Ja, es ist direkt am nächsten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir diese Quest ein. Und dann machen wir noch vielleicht noch eine Nebenquest in dieser Folge. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Episode mit den Hauptmissionen weiter. Aber heute ja den Tempel und noch vieles mehr. Das sieht auch super cool hier aus, finde ich. Habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Wir heute mal nachts ein bisschen unterwegs. Auch okay. Sein, wir müssen auf Tag umswitchen. Aber ich glaube, es sind noch alle da. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt. Aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. So, da haben wir noch eigentlich nur noch die IP abgeholt, weil ihr erinnert euch vielleicht, dass wir das ja auch schon gemacht haben. Das waren diese Arbeiter, die da in diesen Tunnel eingestürzt sind. War auch eine recht einfache Quest. Die sind halt einfach in so einen Tunnel eingestürzt und wir sollten sie suchen und ihr dann berichten, was da passiert und vorgefallen ist. Gut, zum Glück habe ich mich da nochmal kurz jetzt hier, sind wir da nochmal rübergelaufen und jetzt machen wir nur die alte Bibliothek. Erkunde das Ostufer des Nils, was sind 570 und das können wir auch noch machen. Der Geschmack ihres Stichs. Oh, das ist krass. Der gibt auch viel, viel Erfahrungspunkte, diese Quest. Und die Prüfung des Anubis ist noch 3 Tage übrig. Ich bin leider noch nicht Level 40. Das ist ja so eine Spezialfolge. Spezialsache, die im Moment am Start ist. Das werde ich aber leider wohl nicht zeigen können, weil ich nicht so schnell leveln kann hier mit Let's Play und so. Dauert das ja immer ein bisschen länger. Muss ja noch die Folgen schneiden, Videos drehen, Pipapo und den ganzen Schnicki-Schnacki. So, das ist direkt das Ufer da drüben. Vielleicht gibt es hier ein Schiff oder so, was wir uns mal borgen können. Da hinten ist doch was. Oh, da wollte ich nicht rein. Kurz umziehen. So, hier können wir hin. Einmal drauf da und das Schiffchen ausleihen und dann einfach mal darüber. Turbo! Das Ostufer des Nils. Ich meine, da gibt es irgendwie ein Schwert, aber diese andere Mission mit dem Tod, 3700 Erfahrungspunkte, die sollten wir vielleicht auch noch mitnehmen, ne? Dann haben wir auf jeden Fall gut vorgelegt. In der nächsten Mission geht es gegen die Hyäne. Also wir haben Skarabäus ja erledigt. Und ich glaube, die nächste ist gegen die Hyäne. Diese Tiere, die so komisch gackern. Und immer Aas fressen und die Löwen beklauen nachher. Oder zumindest das Futter, was die Löwen übrig lassen. Zumindest in der afrikanischen Savanne. Tut mir leid. Wir können dieses Leder tatsächlich gebrauchen. Da vorne wäre dann auch unsere neue. Ich frage mich, ob hier Olivenbäume wachsen. Das glaube ich nicht. Könnte ein gutes Geschäft sein. Ein Olivenhain am anderen Ufer. Öl pressen und Nil auf- und abwärts verkaufen. Die mysteriösen Morde führen hierher. Dieses Symbol ist alt. Dieser Ort stammt aus einer vergessenen Zeit. Ach. Das ist ja interessant. Dann sind wir ja quasi gerade beide Quests irgendwie nebenbei am Machen. Untersuche die Tempelruine. Da haben wir ja Glück gehabt. Hier ist noch ein Aussichtspunkt, den können wir mal abchecken gerade.
Da, 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 da. Cool. Okay, wir sollen da in die Ruine wahrscheinlich rein. Da müssen wir irgendwas entdecken. Ich mach mal, also wir kamen jetzt zum einen erkunde das Ostufer des Nils. Da ist auch irgendwie ein Lagerfeuer. Wen haben wir denn da? Oh, da sind auf jeden Fall ein paar Feinde. Vielleicht finden wir da nähere Anhaltspunkte. Hier ist auch ein Schatz. Schon mal gut zu wissen. Und es gibt natürlich jetzt auch noch der Geschmack. Diese, ah nee, die ist 900 Meter entfernt. Okay, ich dachte, das wäre hier auch direkt um die Ecke. Da habe ich mich vertan, sorry. Dem Schwert des Psar. Anscheinend wurde es im Flussufer getragen, um das Haus oder Bayek zieht los, um das Haus blablabla zu finden und ja, das verlorene Schwert zu suchen. Wenn das am Flussufer direkt ist, müsste es ja hier sein eigentlich, ne? Ich weiß es jetzt nicht genau, wie die sich das vorgestellt haben. Auf jeden Fall gehen wir mal rüber zu den Jungs und gucken uns hier mal um gerade. Moin. Aha. Wer da? Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leergeräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Baguas dem Eunuchen und Mentor von Rhodos. Vielleicht kennst du meine Version von Ma'ani Jehuti. Nein? Macht nichts. Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Das sowohl Sachmet als auch Selket heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. Mhm. Erreiche das Banditenlager. Okay, wir könnten jetzt theoretisch aber trotzdem nochmal hier vorbeischauen und uns vielleicht das Schätzchen gönnen, was da unten stand. Zack. Erledigt. Es ging ja flott. Und da steht doch was. Ach, guck mal einer an. Sarkophage beschriftet mit dem Zeichen Selkets. Wie viele Tote verlangt sie? Gibt's auch noch diese andere Mission scheinbar. Opfergaben für Selket. Oh, großer Prophet, wir bringen dir diese Kostbarkeiten als Opfergabe für unsere geliebte Selket. Was ist das für ein Geräusch? Stimmen? Geister? Dämonen? Ich muss den Ursprung der Gesänge finden. Ich höre gar keine Gesänge. Guck mal hier, finde den Eingang zur Höhle. Das ist noch so eine ganz andere Quest. Untersuche den Schrein von Serapis, untersuche das Krokodilnest. Ja, da ist aber viel, viel zu tun. Untersuche die Ritualstätten der Welt. Okay, das ist dieses. Dann sind wir auf eine. Deswegen gibt das auch so viele EP. Ganz klar. Weil wir da so viele Punkte ab. Finde mehr über den Mord und untersuche die Tempelruine. Also gehörte das doch damit zusammen. Okay. Jetzt haben wir es aber, ey. Alter, das ist auch verwirrend. Jetzt machen wir erstmal das hier. Zu viele Quests auf einmal sind nicht gut. Wir wollen das Schwert organisieren. Hey, was? Was ist das, du Ratte? Hier schlag ich dich tot! Oh, mega, der wegdezimiert wurde. Okay, gibt's nichts zu plündern leider, aber immer ein paar Pfeile zurück. Der Bogen gefällt mir richtig gut. So, wir wollten ja auch noch den anderen mal ausprobieren, bevor wir jetzt hier den nicht zeigen nachher. Nehme ich den auch nochmal und das wäre dann Flügel des Asur. Was habe ich denn jetzt auch gewählt? Moment. Da ist er gewählt jetzt. Probieren wir den nochmal an ihm aus. Ah, das ist so ein Vollpower-Bogen. Mehrere Pfeile direkt auf einmal. Zack. Guck mal hier. Was? Probieren den nochmal aus. Ich bring dich um. Er ist natürlich volle Wucht in dem Fall.
Boah, er hat auch keine Hoden mehr. Ja. Wird auch zum Eunuchen. Eunuchen sind ja die Männer ohne Hoden. Ja, also die keine Eier mehr haben. Dem wurden die Eier abgeschnitten. Oftmals, weil die die Frauen von Königen bewacht haben. Und damit die sich nicht an die Frauen ranmachen, haben wir denen vorher die Eier abgeschnitten. Quasi auch so Haremswächter damals. Harem war ja da bei, zum Beispiel auch noch in der arabischen Welt, vor allem auch damals, hatten ja die Herrscher da noch viele Frauen. Und die haben sich alle im Harem aufgehalten, wo sie schöne Bäder hatten, schöne Kleider anprobieren konnten, ausprobieren konnten. Aber natürlich waren da nur Frauen und da waren die erste, die zweite und die dritte und die vierte Frau. Und die mussten aber auch bewacht werden. Und deswegen war da auch wieder ein Eunuch am Start, eben ein Typ, dem die Eier abgeschnitten wurden. Für die, die das gar nicht wussten, was denn sowas ist eigentlich. Das sind die Räuber, die der Historiker erwähnte. Wo sie das Schwert von Ptah wohl aufbewahren. Die müssen ja dann drunten irgendwo sein, oder? Ah. Vielleicht kommen wir da über dieses Loch da rein irgendwie. Oder wir gucken mal unten. Ist hier in dem Lager nicht irgendwie auch noch was? Doch, boah, das wusste ich doch. Aber die brauchen wir gar nicht unbedingt, Niedermähen. Das ist einfach nur so ein Nebenbeilager, wobei hier wahrscheinlich der Official Eingang ist. Die Official Entrance zu dieser ganzen Angelegenheit. Diese Zone ist tabu. Oh, unser Lager am weit nördlich von hier hatten wir in letzter Zeit ein paar Probleme. Komm, machen wir den mal platt. Im Schlaf töten ist ganz gut, dass wir es hier nachts abgecheckt haben. Und den auch. So, die wären schon mal Geschichte. Hier kann man ein bisschen was plündern. Die nächsten machen wir auch platt alle. Oh, alle im Schlaf ermordet, ey. So, das war auch der Hauptmann. So, insofern ist die Mission jetzt hier super easy. Guck mal, der hat sogar was gedroppt. Und jetzt müssen wir hier nur noch den Schatz finden gleich. Der wird ja wahrscheinlich hier auch stehen. Und da können wir uns den Löwen zähmen und mitnehmen. Mann, mega, läuft doch wie am Schnürchen heute, ey. Und Munition ist voll. Aua. Alter, hat der mich erschreckt. Okay, dann probieren wir das direkt mal lieber so. Triff ich den jetzt? So, Löwi. Jetzt bist du meiner. Haha, da freue ich mich doch. Ist jetzt unser Löwe. So, hier müsste ja irgendwo der Schatz sein noch. Oh, da steht noch einer hinten, habt ihr gesehen? Nimm mal lieber den Bogen. Puck. Richtig durchgezogen, den Pfeil. Ja, den werfen wir ins Gebüsch. Müsste doch irgendwo so ein Schatz sein, oder? Warte mal, machen wir hier den. Auf jeden Fall Pfeil und Bogen noch ein bisschen nehmen, aber vielleicht ist der auch hier drinnen. Ah, hier, guck mal, hier habe ich auch übersehen noch. Und hier auch noch. Ich weiß gar nicht, dass man diese Säcke da unten auch looten kann, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Drachmen brauchen wir eh nicht so. Ja, wo kann jetzt hier dieser blöde Schatz sein? Kann doch nicht wahr sein. Müsste jetzt der Hauptmann, habe ich umgenietet, die werden das nicht einfach so hier rumstehen lassen, alles. Was ist das hier eigentlich für ein Käfig oder was soll das sein? Keine Ahnung. Okay, hier ist er nicht. Also... vielleicht gehört der dann irgendwie mit zu dem Lager und der Hauptmann und das alles ist hier in dieser Höhle, dieser Schatz. Es kann natürlich auch sein, dass es... Wir wollen ja auch vor allem dieses Schwert, aber ich hätte den gerne gefunden noch, den Schatz, ehrlich gesagt. Oh oh, hier ist ein Yen. Guck mal hier, jetzt können wir die mal unter die Lupe nehmen, diese Viecher. So sehen die aus, von denen ich gerade geredet habe. Die weltbekannten Hyänen. Bekannt für ihre Hässlichkeit. Und für die Leute, die das jetzt Foto nochmal mitmachen wollen. Hier! Evoila! Ach, das sieht doch schön aus. Guck mal hier. Oh, das sind mal viele. Oh, mein Löwi. Ich kann mal zeigen, was er kann.
Ah, der bringt da hinten die Hyäne um. Cool. Ein bisschen zu spät bist du dran, mein Kleiner. Löwenzahn. Alter, warum hast du mich an? Was ist mit dem los? Ich hab den... Wir sind doch Freunde. Alter, jetzt reicht's aber langsam. Muss mal Schlafwahl hier wieder aktivieren. Muss ich nochmal zählen? Vielleicht, weil ich den Löwen getroffen hatte, auch versehen. Kurz die Hähne plätten und jetzt hier. Okay, ja, toll. Ist ja irgendwie wieder... Oder das hält nicht ewig. Ich weiß es nicht, wie lange das Zähm hält, aber ich denke mal, das hält doch länger als nur so ein paar Sekunden, oder? Sag bloß, hier ist jetzt alles. Yeah, da haben wir auch den Schatz gefunden. Der war also hier hinten. Dasos Versteck. Boah, das hat sich aber gelohnt, Alter. Jetzt hier noch das Ding rausholen. Ich danke euch, teuerste Göttinnen. Damit werde ich den Glauben erhalten. Ist natürlich eine coole Waffe, aber für uns jetzt ein bisschen unnötig. Wir brauchen die nicht unbedingt. Und jetzt haben wir sogar noch Level 21 erreicht. Tja, Freunde, also ich würde sagen, der Hase läuft. Und mit diesem Level können wir uns dann auch in der nächsten Folge mal wieder an die Hauptquest angehen. Also, das hat schon Laune gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich wissen, gerne mit euren Bewertungen, gerne mit euren Daumen nach oben. Und ansonsten gibt es ja noch viele weitere Videos jetzt hier im Moment auf dem Channel. Jeden Tag die volle Gaming-Dröhnung und Vlogs noch dazu. Haben wir jetzt auch viele veröffentlicht wieder. Also, das macht richtig Laune hier. Und ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Spaß wie ich dabei. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.